größte Insel des toskanischen Archipels. Der unfreiwillige Langzeiturlauber Napoleon war hier in den Jahren seines Exils, Anfang des 19. Jahrhunderts, nicht untätig. Er baute Wein an, verbesserte die Infrastruktur, erschloss Wasserquellen und machte Elba so zu einem blühenden Eiland. Elba lockt heute Touristen aus aller Welt, vor allem mit seinen wunderschönen Badestränden. Doch manche Besucher zieht es nicht nur ans, sondern auch unters Wasser. Die 34-jährige Biologin Ilka Friedrich veranstaltet im Centro Marino Elba regelmäßig Kurse für Schüler, in denen der Unterrichtsstoff alles andere als trocken ist. Ich arbeite sehr gern mit Schulgruppen zusammen. Das ist sehr flexibel und man muss immer schauen, dass man sie nicht zu sehr überfordert. Dürfen auch immer eben eine gehörige Portion Freizeit haben. Das kommt auch sehr gut an. Die Schulgruppen mögen das sehr gerne. Dass eben geschnorchelt wird, das, was erlebt wird, das, was gesehen wird, was Neues, ganz Neues erfahren wird. Und das macht Spaß, das bringt einfach wirklich Spaß. Für die meisten Schüler ist es der erste Schnorchelgang. Und einmal im Wasser heißt es staunen und Probematerial sammeln. Die Farben im Wasser sind einfach total irre. Hier hat man ganz oft eine sehr gute Sicht und kann einfach die Landschaft genießen. Die Proben, die entnehmen wir gezielt, nehmen dann nur einzelne Sachen, nicht wahllos, sondern dann wird ein Tier mitgenommen, eine Pflanze mitgenommen als Demonstration für die Kursteilnehmer. Und während Ilka mit ihren Schützlingen immer schön an der Oberfläche bleibt, machen sich ihre Kollegen Chris und Boris auf, vor der Küste ein wenig tiefer zu gehen. Seit 4 Jahren arbeitet das Institut in der Bucht von Fetovaya im Südwesten der Insel an der Erforschung mariner Lebensräume. Die Forscher halten engen Kontakt zu Universitäten aus aller Welt. Tauchen gehört hier zum Alltag und Chris und Boris wissen diesen Alltag zu schätzen. Die Stelle ist gut gewählt. Der versunkene Frachter Alice Scott liegt hier direkt vor der Küste. Anfang der 70er Jahre zerschellte die Alice Scott an einem Felsen und ist seitdem ein beliebtes Ziel für Wracktaucher. Doch auch für Meeresbiologen ist der Frachter ein interessantes Objekt, denn Wracks bieten die besten Voraussetzungen. Hier kann man beobachten, wie sich Meerestiere und Pflanzen in einem neuen Lebensraum entwickeln. Die Seegraswiese ist heute das Ziel von Boris und Chris. Sie versorgen Ilkas Schüler mit neuem Anschauungsmaterial aus der Tiefe. Schau, wie der Schwammkörper aufgebaut ist. Das hier ist eine Kolonie von Moostieren. Im Institut geht es dann erstmal um ganz grundlegende Dinge. Pass mal an, Tier oder Pflanze? Bestimmt ein Tier, oder? Also die Schüler sollen einfach mit nach Hause nehmen, dass eben auch eine gewisse Gefährdung dieser Tiere und Pflanzen da ist oder des Lebensraumes oder der Insel Elba. Und das erfahren sie einfach unmittelbar, indem wir eben darüber auch reden, darüber reden, was Tourismus hier bedeutet, wie er gemacht wird, dass es jetzt Nationalpark geworden ist, das toskanische Archipel und ein großer Teil von Elba unter Schutz steht. Und dass es einfach Wege sind, die sehr vernünftig sind, beschritten zu werden. Und das erleben Sie hier, das sehen Sie hier, da werden Sie drauf aufmerksam gemacht. Dann gehen wir, oder? Naja, auch wenn sich manche Schüler lieber an den Strand legen würden, marschieren sie doch brav mit in die hügelige Landschaft Elbas. Die Insel lebt heute hauptsächlich vom Tourismus. Die Besucher kommen vor allem wegen der relativ intakten Natur. Und damit dies auch so bleibt, paukt Ilka mit ihren Schülern regelmäßig das Einmaleins des Ökotourismus.